Mann begrüßen, über den mal jemand geschrieben hat, Jungs wie ihn gibt es in jeder Schulklasse. Man übersieht sie und wundert sich dann Jahrzehnte später beim Klassentreffen, wie sehr man sie unterschätzt hat. Fast im Vorbeigehen ist aus einem fußballbegeisterten kleinen Jungen aus Greifswald einer der größten Stars des Weltfußballs geworden. Aber ein großes Gewese, großes Theater macht er darum nicht. Vielleicht liegt es an seiner norddeutschen Art. Vielleicht hat er sich das bescheidene Auftreten aber auch einfach nur bei seinem Nachbarn in Madrid, bei Cristiano Ronaldo, abgeguckt. Ja. Weltmeister, vierfacher Champions League-Sieger. Kein deutscher Spieler war jemals so erfolgreich wie dieser Mann und keiner jemals wertvoller. Bei Real Madrid, sagen sie, mag ja sein, dass Gareth Bale, den wir gerade sehen, 70 Millionen zu teuer war. Der Kroos war dafür 70 Millionen zu billig. Wie sehr der Erfolg vor allem bei Real Madrid von ihm abhängt, hat sein Trainer Carlo Ancelotti mal schön beschrieben und sagte, unser System ist ganz einfach, den Ball einfach immer nur zu Kroos. Herzlich willkommen, Toni Kroos. Freue mich sehr. Schön, dass Sie heute da sind. Ja, und es ist schön. Und es ist schön, dass auch er heute bei uns ist. Das gab es so noch nie. Der jüngere Bruder Felix, auch er Fußballprofi, auch er ein Führungsspieler und einer, der im Gegensatz zu seinem Bruder Toni in diesem Jahr einen Titel geholt hat, ist gerade mit seinem Club, mit Union Berlin, in die Bundesliga aufgestiegen. Ja, und in einer nicht nur für Fußballfans sehr sehenswerten Dokumentation, die heute in den Kinos angelaufen ist, spielt er eine sehr wichtige Rolle. Und es ist sehr ehrlich, wenn er sagt, ja klar, nerven diese Vergleiche manchmal. Denn wenn ich ein schlechtes Spiel mache, dann heißt es, ist ja nur der kleine Bruder. Und wenn ich ein gutes mache, dann heißt es, oh, der spielt ja wie sein Bruder. Herzlich willkommen, Felix Kroos. Schön, dich zu sehen. So, ich habe das gerade hinter den Kulissen ein bisschen gesehen, so eure Harmonie, das ist, wird nicht gespielt. Ihr seid wirklich ziemlich beste Freunde. Ja, ich glaube, das kann man so sehen. Wir freuen uns natürlich extrem, wenn wir uns sehen, was leider nicht allzu häufig der Fall ist. Telefoniert ihr regelmäßig? Ja, und schreiben ist ja das neue Telefonieren. Ne? Macht ihr, was schickt ihr? Sprachnachrichten oder so Zeug? Ja, oder? Eher WhatsApp-Nachrichten. Okay. Hier und da mal ein Foto und so weiter. Aber nein, wir haben schon Kontakt, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir uns dann auch mal persönlich sehen. Das ist nicht so oft und dann kostet Felix, wie heißt denn diese WhatsApp-Gruppe? Ja, zu zweit haben wir keine Gruppe. Wir haben mit unseren, wir haben mit unseren Cousins so eine gegründet, die heißt Geile Typen. Geile Typen, ja. Hallo. Ja, manchmal muss man die Dinge auch mal beim Namen nennen, ist einfach so. Ja. Toni hat die gegründet, von da liegt die Verantwortung dabei. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, hat man eigentlich dann auch so eine WhatsApp-Gruppe, in der Cristiano Ronaldo drin ist oder so? Hatten wir natürlich eine Mannschaftsgruppe, ne? Mit der gesamten Mannschaft. Das gibt's, ja? Ja, na, selbstverständlich. Also ist er nicht mehr drin jetzt. Ja, nee, ist raus jetzt, das ist richtig. Und was schreibt man da so rein? Mein neuer Lamborghini, wie ist bei dir und so? Oder? Ja, ich schreibe da mein Audi, ist auch schön. Ja. Nee, was schreibt man da so täglich? Also, es ist besser, wenn man nicht alles aus solchen Fußballergruppen preisgibt. Aber natürlich ist es auch mal so, du fährst zum Spiel, es ist Besprechung. Ja. Einer verschläft immer und den kriegt man dann vielleicht mal darüber, irgendwie, wie, dass er kommt oder irgendwas. Und dann gibt es auch, wie gesagt, Sachen, die sollte man auch nicht so sagen und zeigen. Ihr wart ja Nachbarn, ne? In Madrid. Ja, also wirklich richtig. Tür an Tür quasi gewohnt, ja? Ja, Hecke an Hecke. Hecke an Hecke, ja, auch schon. Das heißt, Cristiano Ronaldo kommt dann auch mal zum Grillen vorbei und bringt so was Verrücktes wie eine Tofuwurst vorbei? Oder ja, das eher weniger. Also die Grillabende fanden eher die etwas lauteren bei ihm statt. Allerdings war ich da auch relativ selten, denn die haben meist eine andere Uhrzeit, wo sie grillen, als wir. Von daher Am frühen Abend. Ja, es kam eher mal dann so, jetzt mal, also von unserer Seite aus, eher so ein Ruhr da drüben. Ne? Ja, das ist sehr gut. Das ist eine schöne Vorstellung, Cristiano Ronaldo die Polizei ins Haus zu schicken, wegen Ruhebelästigung. Ja, so weit ging es nicht. Wegen Lärmbelästigung, ist großartig. Ich habe noch die Geschichte im Kopf, fällt mir gerade ein. Ein Mannschaftskollege von ihm von Manchester United, ne, wo er doch gespielt hat, der sagte irgendwann mal in einem Interview, wenn dich Cristiano Ronaldo zum Grillen einlädt, geh auf gar keinen Fall hin.
Und zwar mit der Begründung, da kommst du hin, es gibt dann irgendwie nur gesundes Essen und dann geht es direkt wieder zum Training. Und ich meine, das kann man nicht machen, man muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen Bier trinken. Egal, haben wir das geklärt mit Cristiano Ronaldo. Es gibt eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation über dein Leben im Speziellen. Aber auch Felix spielt darin eine große Rolle, deine Eltern tauchen darin auf. Du hast die Türen da sehr weit aufgemacht. Und für mich auch als Fußballfan, toll das zu sehen. Warum macht ihr das in der Art und Weise und warum jetzt? Na gut, jetzt in erster Linie, weil jetzt die Anfrage kam. Okay. Ein Kinofilm. Aber es hätte ja auch noch, weiß ich nicht, nach dem Ende der Karriere zum Beispiel sein können. Möglicherweise, ja. Aber ich finde es erstmal eine Riesenauszeichnung, dass sowas schon während einer Karriere kommt. Das heißt, man hat bis jetzt schon einiges richtig gemacht. Ich glaube, dass die Anfrage auch genau deswegen kam, weil man von mir außer dem Fußballer Toni Kroos noch nicht so viel wusste. Sprich, es vielleicht auch spannend ist, das herauszufinden. Und natürlich habe ich ein paar Stunden, Tage auch überlegt, ob ich das machen soll, weil das eigentlich nicht zu meinem Naturell passt, irgendwie eine Kamera oft dabei zu haben. Genau. Fand aber einfach diese, also A, wurden in dem Film, das wird man auch sehen, auch nicht gewisse Grenzen überschritten. Ich habe mehr gezeigt, als ich es bis dahin je gemacht habe. Aber das wäre mir auch klar, wenn ich diese Anfrage zusage, weil ich weiß auch, dass wenn die Leute ins Kino gehen, wollen die nicht ausschließlich Fußballszenen von mir sehen, weil die kennt jeder. Sondern dann interessiert die Leute natürlich auch, was ist ein bisschen dahinter. Und ich habe es einfach auch gemacht, weil Kinofilm ist für mich, wie eben schon gesagt, die Anfrage Kinofilm ist irgendwie ein anderes Brett als irgendwie eine kleine, weiß nicht, Beitrag oder was auch immer. Und es ist ein bisschen eigentlich wie eine Biografie zu schreiben. Und ich finde immer, wenn man eine Biografie schreibt, schreibt man sie entweder wirklich komplett ehrlich oder gar nicht. Alles andere ist Fake News. Hast du ihm dazu geraten, Felix, das zu machen? Erstmal noch mal zu der Frage, wann. Also ich warte mit meiner dann nach meiner Karriere. Ja, das ist richtig. Vielleicht der bessere Weg. Ich habe ihm weder dazu geraten noch abgeraten. Also im Endeffekt weiß ich, dass er seine Entscheidung selber klar und auch gerne trifft. Und ich glaube es auch, dass es so ist, wenn man so eine Anfrage bekommt, die man nicht wirklich jeden Tag bekommt, dann sollte man die Chance auch nutzen. Es wird immer Leute geben, die das gut finden, die das nicht so gut finden. Aber ich glaube, wenn man den Film dann sieht, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Pass auf, ich schaue mal kurz rein. Ein kleiner Trailer und der erklärt sehr, sehr viel. Bitte schön. Seine besondere Fähigkeit besteht darin, das Spiel anders zu sehen als die anderen. Ich verstehe jeden, der sagt, er hatte nicht alle, aber wenn ich runterschaue, muss ich weiße Schuhe sehen, ansonsten fühle ich mich nicht wohl. Das sind Socken. Wir lieben es einfach, zu Hause in der Nähe von den Kindern zu sein. Wir leben wie so ein altes Ehepaar. Diese Ruhe, Gelassenheit. Ja, das hat er von seiner Großmutter. Von mir? Auch noch ganz wichtig, was Opa sagt, in der ersten Halbzeit nicht so viel laufen, damit du in der zweiten noch mehr Kraft hast. Das beherzige ich sehr oft. Wenn da ein Riesentalent ist, dann hat man auch den Ehrgeiz, die Kinder in den bezahlten Fußball zu bringen. Mit 16 war er dann weg. Ich habe viel gesessen am Tisch und habe geweint. Ça nous rend adulte très rapidement. Du hast einen Spieler, der von Bayern München kommt und gerade Weltmeister geworden ist. Was Besseres kann dir nicht passieren. Es hat Spaß gemacht, der Sommer. Da ist keine Nervosität. For him, it seems everything to be in slow motion. That being said, come to Manchester United. I love my life. Große Spieler sind psychisch stark. Im Hirn wird viel mehr entschieden als mit den Füßen. Toni Kroos ist die Idealverkörperung, was das Ausland an Deutschland erkennt. Deutsches Handwerk, deutsche Ernsthaftigkeit, deutscher Sonnenbrand. Einer der größten Dirigenten, die der deutsche Fußball je hatte. Wow. Nicht schlecht. Gratuliere. Ich würde gerne Felix zu Beginn fragen. Felix, wie schaust du auf seine Karriere? Ja, größtmöglichen Stolz. Also ich werde auch immer gerne gefragt, ob ich neidisch bin auf den Erfolg, den er hat. Und im Endeffekt sage ich immer die gleiche Antwort. Ich bin derjenige, der sich am meisten freut darüber, über seinen Erfolg. Und wenn man mich beobachten würde, wie ich bei seinem Spielen vor dem Fernseher sitze, da weiß, wie nervös und aufgeregt ich bin, gerade bei den Finals. Jetzt mittlerweile nicht mehr, jetzt hat er ja genug gewonnen. Ja.
Aber es ist für mich einfach unfassbarer Stolz, weil ich habe seinen Weg von Anfang an mitverfolgt. Wir haben jede Minute zur Kindheit verbracht und ja, dass dann sowas daraus wird, so eine Karriere mit dem Weg, den wir zusammen begonnen haben, auch auf dem Fußballplatz, ja. Ja, das hätte man sich niemals erträumt. Und, ja. Das mit dem Neid kann ich nur bestätigen. Ich glaube tatsächlich, dass du jemand bist, der mit dem Wort Neid nichts anfangen kann. Der auch sehr selbstbewusst durch sein Leben geht und der sehr genau weiß, wie gut er auch selber ist. Wann war dir klar, dass dein Bruder möglicherweise über ein Talent verfügt, das vielleicht nur eine Handvoll Fußballer überhaupt auf der Welt hat? Ja, natürlich sieht man sowas, wenn man ein bisschen was vom Fußball versteht, dass da schon irgendwas Besonderes da ist. Gehört am Ende auch immer dann Glück dazu, dass man den Erfolg hat, damit das auch dann wahrgenommen wird. Ja. Aber es war schon von frühester Kindheit irgendwo zu sehen, dass er immer besser war als alle anderen. Und ich konnte noch ganz gut mithalten, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber was ihn dann halt noch ausmacht... Bis wann? Ja, bis er dann von zu Hause weg ist, weil dann konnten wir nicht mal 1-gegen-1 im Garten spielen. Und dann hat er Aber das war schon relativ früh zu sehen. Ja. Und wie gesagt, man braucht immer noch ein bisschen Glück, Verletzungsfreiheit. Aber dass er irgendwann mal großen Erfolg haben würde, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch. Ich habe ein altes Interview von dir gefunden, in dem du sagst, es war merkwürdig, weil ich habe immer wahnsinnig gekämpft. Mhm. Und der Toni hat das immer so lässig, leicht gemacht. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, wie brutal mich das immer aufgeregt hat. Also. Das ist ja auch früher, wenn wir Sachen gespielt haben, auch noch mal Tennis gegeneinander gespielt oder sonst was, wenn der auf einer Seite stand und sich immer da kaputt gelacht hat und ich da vor Wut geschwitzt habe auf der anderen Seite, da waren wir schon verschieden. Aber schönes Bild übrigens. Ja, sehr schön, ja. Ist das eure Badminton-Phase eigentlich? Eure Mutter, ne, war eine große Badminton-Spielerin. Habe ich das richtig im Kopf, ne, Badminton? Ja, die war DDR-Meisterin sogar. Ach, guck. Und wir haben unsere... Ja. Okay. Wir haben unsere früheste Kindheit in der Badminton-Halle verbracht. Also wir sind da erst in Badminton ein bisschen mit aufgewachsen. Aber es ging dann relativ schnell zum Fußball und Badminton war dann... noch ein bisschen Kokolores nebenbei. Kokolores, Badminton war Kokolores nebenbei. Ja, das ist ein Satz, den lassen wir jetzt mal so stehen. Das wird die Badminton-Clubs in Deutschland sehr freuen, wenn du das hier so sagst. Nee, okay. Ist auch klar, wie es gemeint ist. Offensichtlich habt ihr da beide ein herausragendes Talent, weil euer Vater hat sich dann sehr intensiv um euch da gekümmert. Toni, wann war dir klar, dass du da vielleicht eine Gabe vom lieben Gott geschenkt bekommen hast und diese Leichtigkeit, von der dein Bruder gerade so doch ein bisschen neidisch spricht in dem Zusammenhang, die andere nicht haben? Ja, natürlich merkt man, sag ich mal, wenn man die Übung mit den anderen zusammen macht in der Mannschaft, wenn man mit denen zusammen spielt, dass man irgendwie vielleicht die Übung oder die neue Übung vielleicht beim ersten oder zweiten Mal schon relativ einfach hinbekommt. Die anderen kämpfen beim fünften, sechsten Mal noch. Da merkt man schon, dass man vielleicht irgendwas mitbekommen hat, weil das hat ja in dem Sinne noch nichts mit Arbeit zu tun. Einfach vielleicht irgendein Bewegungstalent, irgendein Gefühl im Fuß, was einfach ein bisschen besser ist. Aber ich wehre mich immer sehr dagegen zu sagen, dass eben das Talent mich dahin gebracht hat. Weil, das verstehe ich. Aus diesem Talent dann das zu machen, das ist dann mindestens genauso viel Arbeit nochmal. Und von daher, das ist der Mix. Also nur mit Talent würde es keiner dahin schaffen. Du könntest vielleicht auch irgendwie in den bezahlten Fußball kommen, wenn du ein außergewöhnliches Talent hast. Ja. Aber nur mit Arbeit kannst du das schaffen. Ja, das würde ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall so nicht sagen. Also, du hast halt das Talent wahrscheinlich nicht gehabt. Richtig. Also ich könnte mich anstrengen, wie viel ich wollte, aber das ist völlig vergeben, der Liebesmut. Aber was ich mir in der Vorbereitung gefragt habe, es gibt Leute im Fernsehen zum Beispiel, von Kollegen weiß ich das, will jetzt keine Namen nennen, aber von Frank Plassberg weiß ich das zum Beispiel, der sagt, nach dem Urlaub hat er manchmal das Gefühl oder die Angst, ich kann das jetzt nicht mehr. Kennst du dieses Gefühl? Und ihr beide, also das Gefühl, boah, irgendwann verliere ich vielleicht diese Sicherheit, diese Selbstsicherheit und irgendwann kann ich diesen tödlichen Pass nicht mehr spielen. Eigentlich nein. Also es ist schon so, wenn man lange Urlaub hatte, dass man manchmal so ein, zwei Tage so ein bisschen braucht, was dann wieder heißt, man braucht wieder ein bisschen Arbeit. Aber dieses grundsätzliche Gefühl für den Ball, was du jahrelang gemacht hast, und da komme ich eben wieder zurück
zu dem Talent, was dir auch trotz langer Pause einfach keiner nimmt. Das hast du, das hast du nicht. Und wie gesagt, ich kann ganz viele andere Sachen nicht. Also zu Hause mit einer Bratpfanne oder so, da kann ich nichts anfangen. Aber ja, mit dem Fußball eben schon. Mhm. Der Vater hat euch beide trainiert. Er lacht schon. War das gut oder schlecht, Felix? Bitte nochmal. Wenn der Vater der Trainer ist, ist das gut oder schlecht? Ja, das ist beides. Also im Endeffekt auch sportliche bezogen, ja, ist ja was draus geworden. Also von daher war das schon sehr gut. Er hat uns da extrem gefördert. Wir haben ihm sehr viel zu verdanken in der Hinsicht. Natürlich hast du dann auch 24 Stunden am Tag das Thema Fußball. Mhm. Da wird dann jede Trainingseinheit irgendwo ausgewertet. Wo du dann vielleicht mal als 15-, 16-Jähriger nicht mehr so Bock drauf hast und auch mal irgendwo andere Sachen im Kopf hast. Aber ja, irgendwo hat uns das ja jetzt auch dahin gebracht und geprägt. Ja, ich meine, wenn ich diesen Gesichtsausdruck sehe, würde ich sagen, ne? Toni wollte es auch gerade sagen, ja. Ein bisschen verbissen, ne? Ist ein extrem gut gelaunter Mensch. Erstmal schon mal. Und wir gucken mal. Also gibt eine schöne Szene aus dem Film. Und es ist toll auch, wie er darüber reflektiert, was das eigentlich war. Wir hören mal kurz rein. Der eigene Ehrgeiz ist natürlich auch da, das ist klar. Aber man muss wirklich aufpassen, da gibt es bestimmt auch Phasen, wo man dann sagt, ja, ist das jetzt nicht so viel, dass dein eigener Ehrgeiz größer ist als der Kinder. Das wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, nein, so ist es nicht. Weil irgendwann, gerade wenn man erkennt, dass da ein Riesentalent ist, dann hat man natürlich auch den Ehrgeiz, den letzten Schritt zu machen und die Kinder in den bezahlten Fußball zu bringen. Und ich glaube, dass man da, wenn man diese Situation ja auch nicht so kennt, gewisse Fehler dann auch macht. Man muss aber sagen, dass das in unserem Elternhaus nie groß der Fall war, dass groß über Gefühle gesprochen wurde. Und dass wir auch das nicht gelernt haben, das zu machen. Also es hat es mir sehr viel bedeutet, dieses Familienprojekt, weil wir ja irgendwo auch mal einen Wunsch oder ein Ziel hatten. Und das haben wir eigentlich erreicht. Aber ich glaube, es gibt bestimmt auch, wenn ich da zurückschaue, Sachen, die man dann vielleicht auch ein bisschen anders machen würde. Manchmal haben wir einfach zu viel über Fußball geredet. Ich weiß schon, wenn die Kinder mir gesagt haben, jetzt haben wir gespielt und danach ist noch dann irgendwie noch eine Auswertung vom Spiel. Das ist alles Quatsch, das würde ich heutzutage nicht nochmal machen. Wahnsinn. Mal auf den. Auf dem Foto sieht man es jetzt nicht so, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob möglicherweise euer Vater und Jupp Heynckes ein und dieselbe Person sind? Die sehen sich ein bisschen ähnlich, ne? Ja, also man müsste jetzt noch vielleicht noch so 15 Jahre von meinem Papa abwarten. Und genau, dann noch mal. Genau, geht schwer in Richtung Jupp Heynckes. Aber habt ihr das, was er gerade besprochen hat, habt ihr das zu Hause dann auch mal besprochen? Habt ihr euch darüber ausgetauscht? Auch was Felix gerade sagt, das war nicht immer einfach. Nicht wirklich, was ich auch gerade dann in dem Film gesagt habe, dass bei uns nicht so an der Tagesordnung war, auch über Gefühle zu reden oder über das, was in einem vorgeht. Ja, das ist auch heutzutage noch schwer, ehrlich gesagt. Deswegen haben wir auch das noch nicht groß ausgewertet, aber der Zeitpunkt wird sicher kommen. Und es ist ja auch nicht so, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Es ist ja nichts, was man nicht irgendwo dann noch aus der Welt schaffen kann oder was Schlimmes. Deswegen wird bestimmt der Zeitpunkt kommen, wo man dann auch mal wieder zusammen am Tisch sitzt und darüber reden kann. Und das wird dann auch schön werden, denke ich. Aber heißt das, um mal ganz kurz nachzufragen, dass ihr unter dem ehrgeizigen Papa dann auch gelitten habt manchmal? Nein, das ist ein zu großes Wort. Okay. Also gelitten habe ich nie. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen empfinde ich auch einfach nur Dankbarkeit dafür, für diese Unterstützung, die wir hatten. Und wir hatten eine wohlbehütete Kindheit. Also uns hat es an nichts gefehlt. Und das muss man auch ganz klar sagen. Aber es hat trotzdem einen Preis. Toni, wie oft hatte man das Gefühl, wenn man das so sieht, hatte man da manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt vom Training nach Hause komme, dann wäre es schön, wenn da am Abendbrottisch mal nicht der Trainer sitzen würde, sondern einfach der Papa. Ja, im Nachhinein wäre das sicher wertvoll gewesen für das heutige Verhältnis. Felix hat es richtig gesagt, wir haben ein wirklich gutes Verhältnis mit unserem Papa, aber es hat sich eben so entwickelt, dadurch, dass es uns in dem Moment damals ja gar nicht so aufgefallen ist. Uns hat ja selbst Spaß gemacht, über Fußball zu reden. In dem Moment hat man es aber, glaube ich, so ein bisschen verpasst. Und ich glaube, es ist auch schwer als 14-, 15-, 16-Jähriger irgendwie das zu sagen. So, lass uns mal über was anderes sprechen oder über was uns sonst beschäftigt. Ja, wir haben Vater-Sohn-Themen auch. Genau. Ja. Aber ich glaube, dass man das im Nachhinein sagen kann, dass das halt in der Phase so ein bisschen verpasst wurde.
Und das ist halt auch nicht mehr, wenn man erwachsen ist, mit einem Fingerschnippen dann wieder tollen, weil wir sind dann unseren eigenen Weg gegangen. Ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe meine drei Kinder, ich habe Freunde kennengelernt auf dem Weg, seitdem ich mit 16 weggegangen bin und mit dem man das eben jetzt teilt. Und das hat sich eben so entwickelt. Deswegen ist für mich ganz wichtig zu sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Papa und das hat sich einfach nicht so entwickelt, dass man über die innigsten Gefühle täglich spricht mit ihm, was natürlich rückblickend ein bisschen schade ist. Dafür hat er uns in anderen Sachen halt extrem geholfen. Mhm. Hat dir geholfen, dass du mit 16 dann die Entscheidung getroffen hast, zu Bayern zu gehen? Ja, also ich habe halt wirklich bis dahin und dann natürlich auch weiter, aber vor allem bis dahin natürlich dem Fußball so viel untergeordnet, oder wir auch als Familie, dass wir eben den Weg jetzt weitergehen wollten, ja? Profi zu werden, ja. Erfolgreich zu sein. Und so musste man, so schwer es mir natürlich damals privat gefallen ist, wegzugehen, gerade vor meinem Bruder, mit dem ich wie er es gesagt hat, alles geteilt habe. Ja. Sogar ein Zimmer, bis wir, glaube ich, 14 waren. Und dann hatten wir dann, glaube ich, jeder ein eigenes. Mhm. So schwer mir das gefallen ist, konnte ich dann nicht mit 16 sagen, so, jetzt schauen wir, dass der Fußball die zweite Geige spielt. Dann musste ich es auch durchziehen. Und der beste Schritt war eben damals Bayern München. Felix, wie ging es dir damals? Ich meine, da verliert man ja nicht nur den Bruder, sondern den besten Freund wahrscheinlich. Und mit 14,5 dann vielleicht auch so eine Art Leidensgefährten, ist jetzt auch ein großes Wort. Aber du weißt, was ich meine. Hab da dieses selbe Thema. Plötzlich bist du allein zu Hause. Aber dadurch halt auch die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern, ne? Ja, ja, aber mit 14,5... Das gut ist, ist noch nicht. Nein, es war sehr schwer. Also, wir haben alles zusammen gemacht, wir hatten die gleichen Interessen. Es war richtig schwer. Es ist auch weiterhin, ehrlich gesagt, weil seit dem Zeitpunkt auch wir uns wirklich auch sehr selten sehen. Wir haben ziemlich. Und der Markus, danke, dass du uns zusammen gemacht hast ja. heute. Ne? So, wir helfen, wo wir können. Das hätte man heute hier fast auf RTL bringen können, wie so ein Zusammentreffen wieder, weißt du, nach vielen Jahren. Ja, nein, total. Quatsch. Gott. Total. Gleich kommt noch Vera Entwehen um die Ecke und so. Super. Ja. Nee, aber das ist wirklich so, dass es jetzt auch immer halt noch der Fall ist, dass wir uns ja so selten sehen, dass es immer noch schwer ist. Und es ist, unsere Terminkalender sind ähnlich, wir haben wenig Zeit. Mhm. Ist auch bei Felix die Champions League immer, das ist auch einfach. Ja, das kommt Vorsicht, ja Freundchen, dünnes Eis, ja. Das kommt ja noch. Nee, wie gesagt, es ist weiterhin schwer und das ist das, was das größte Opfer ist von der ganzen Fußballgeschichte. Dass man wirklich die Leute, die am wichtigsten sind, das ist natürlich Toni, aber auch zum Beispiel Geburtstage von den Großeltern, runde Geburtstage von den Eltern. Du kannst einfach nicht. Du hast ein Spiel, du hast Training, du bist im Trainingslager oder sonst wo. Mhm. Und das ist das größte Opfer, was du als Fußballer bringst. Und genau. Das sehen viele Leute nicht, glaube ich. Die immer nur davon sehen, im Fußball alles schön und gut. Ja, und die toll sehen die Badelatschen von Gucci oder so. Genau. Aber das ist es nicht. Ja. Und das ist weiterhin auch sehr schwierig. Nicht nur seit dem Zeitpunkt, sondern auch die letzten 12 Jahre. Und das wird wohl dann auch noch ein paar Jahre so gehen. Also das ist so. Ja, bis heute ist das eine nicht fertige Geschichte für dich, die Trennung von deinem Bruder. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass wir noch so viel zusammen zu machen haben und zu erleben haben und Zeit miteinander zu haben. Das ist einfach zu wenig gewesen in den letzten 12 Jahren und das ist schwer. Geht dir das auch so? Ja, klar. Also natürlich ist es, sag ich mal, mein Tag ist, sag ich mal, trotzdem extrem voll, ne? Weil, wie ich vorhin gesagt habe, man ist ja seinen Weg gegangen, man ist trotzdem extrem beschäftigt, aber natürlich, das ist eine Geschichte, die ist nicht beendet. Wir reden seit Jahren davon, dass wir uns sehr, sehr darauf freuen, dass wir irgendwie nach unseren Karrieren dann selbst entscheiden können, wann und wie lange wir uns dann mal sehen. Und das ist eine Geschichte, die ist für Felix schwer, das weiß ich, die ist für mich extrem schwer. Und wir sehen uns ungelogen 2-3 Mal im Jahr, nicht öfter. Und dann auch meist nur für 2-3 Tage, weil ja, viel länger ist, geben die Terminkalender nicht her. Man sieht in dieser Dokumentation, eure Mutter hat sehr gelitten. Für die war das, glaube ich, ganz, ganz schwer. Sagte, ihr habt viel geweint, als Toni dann plötzlich weg war. Wie war es für dich, wenn man mit 16 dann da alleine plötzlich im Ausland ist, hätte ich fast gesagt, in Bayern? Das ist macht nur Spaß. Ja. Nein, ich meine,
München ist ja ein schönes Umfeld und ist eine schöne Stadt und die macht es einem ja leichter anzukommen. Aber du bist 16 und du bist ganz alleine. Ich habe das selber so erlebt mit 11, Internat und so. Das wirst du so schnell nicht wieder los. Nein, klar. Also die Stadt ersetzt ja nicht die Leute, die dich bis dahin geprägt haben. Das ist ja klar. Von daher war es natürlich auch für mich schwierig die erste Zeit. Ich bin da, was das betrifft, manchmal ein kleinen Tick emotionsloser als jetzt der Rest der Familie vielleicht. Oder wie es auch meine Mama. Ich habe es auch dann irgendwie erst im Film auch gesehen. Wusstest du nicht? Also ich wusste natürlich, dass es ihr schwerfällt, aber da brauche ich nicht die Aussage dazu. Das weiß ich so und das ist natürlich selbstverständlich. Aber sie sagt im Film einen Satz, wo sie sagt, sie hat nach wie vor, also nachdem ich gegangen bin, für 4 Leute gedeckt, jeden Abend zu Hause. Genau. Und das war wirklich ein Satz, der mich so emotional so ein bisschen getoucht hat. Und das ist nicht einfach. Kann ich mir vorstellen. Und Großeltern, habt ihr gerade angesprochen, ihr seid offenbar eine sehr enge Familie. Es gibt eine herrliche Szene, sehr lustig. Da kommen eure Großeltern zu Wort. Schau mal kurz rein. Gestern in der Sendung hat Toni mitgespielt. Warum eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wegen seiner Stempel. Ach so, wegen seiner ganzen Tätowierung am Arm. Ja, wegen der Tätowierung. Felix ist ein Typ, der so ein bisschen, so kann ich nicht, mache ich nicht, geht nicht. Und Toni war dann eher der Typ, wenn Felix sich geärgert hat oder ein bisschen genatzelig war, dann hat Toni sich kaputt gelacht darüber. Der hat sich dann eins gefeixt, dann wurde der andere noch knatziger, ne? Das haben wir dann öfter gehabt. Das ist auch heute noch so, das stimmt, wenn Oma und Opa mal zu Besuch sind. Dann hat Opa immer einen guten Tipp mit. Meist immer mal gucken, wenn der Torwart ein bisschen zu weit vorne steht, dann auch mal lupfen. Man sieht so oft, der Torwart liegt am Boden und die schießen den Torwart an. Ne? Kann man nicht leicht heben über den Torwart rüber weg? Der ist der Toni, wie er ihn kennt. Eben diese Ruhe, Gelassenheit. Ja, das hat er von seiner Großmutter. Von mir? Ja, du hast ja die Ruhe. Ich bin doch sowas von aufgeregt. Nein, ja, also von aber mir hat das, die das muss aus der anderen Richtung kommen, das aus Vaters Richtung kommt. Das ist wunderbar. Ich habe das beim ersten Mal gar nicht richtig mitgekriegt. Hat er Stempel gesagt, ja? Und meinte deine Tätowierung. Er meinte, wir haben einen Stempel gefallen, ist den nicht so gut. Jetzt schon das Wort des Jahres, Stempel für Tätowierung. Ja, das hieß früher so anscheinend. Wie haben die denn darauf reagiert, als sie das gesehen haben, das erste Mal? Ja, meine Oma hat es ja gerade gesagt. Sie hat mir schon gesagt, dass sie es doof findet. Ja? Ja. Auch, also meine Oma nimmt ja kein Blatt vom Mund. Also das, die sind wirklich so, wie sie... Ja. Also, das kann wenn man das nicht spielen. Für die beste Nebenrolle reicht, dann weiß ich auch nicht. Mit denen kannst du einfach Kamera draufhalten und 90 Minuten senden. Ja. Das ist fantastisch. Das ist Comedy, wunderbar. Und Opa hat immer Tipps gegeben, also, und gibt immer noch, wie man Tore macht? Und ja, also er versucht es jetzt über den Film nochmal. also ist ja witzig. Ja, die sind natürlich, sie kamen ja auch null aus dem Fußball. Ne? Meine Mama Badminton, meine beiden Cousins haben ja auch Badminton gespielt und sie war total dann irgendwie das. Und das mit dem Fußball hat sich erst mit uns entwickelt. Ja? Also und heute sind sie wirklich, die sitzen vorm Fernseher und schauen alles. Die schauen jetzt nicht nur Felix oder meine Spiele, die schauen alles. Die sind so fußballverrückt. Ja. Und wer so viel schaut, hat natürlich, wie man sieht, auch immer mal einen guten Tipp parat. Felix, kriegst du jetzt auch Tipps für die erste Liga, wie es dann so ist? Ja, habe ich ja schon gespielt mit Bremen damals. Ja, das stimmt. Weiß ich, wie es da abläuft. Sind, glaube ich, dieselben Regeln. Ja. Nee, aber von Opa meine ich jetzt. Ach so, vom Opa, ja. Da muss ich noch mal anrufen. Da wird schon noch einiges kommen. Witzig war auch, muss ich auch mal erzählen, Opa wollte uns damals auch mal nachspielen, wollte uns massieren, ne, damit wir dann auch wieder locker sind fürs nächste Spiel. Wirklich? Ja, bis zum gewissen Zeitpunkt haben wir das auch noch zugelassen. Ab nachher nachher war es dann nicht mehr so cool. Okay. Ein schöner Titel für deine Biografie später. Mein Physio ist Opa. Das finde ich sehr gut. Herrlich. Sag mal, die Stempel, wenn wir die hier gerade noch mal so schön großartig sehen. Toni, wann hast du das gemacht, das mit den Tätowierungen? Und warum sind alle Fußballer mittlerweile großflächig beschriftet?
Also einer sitzt neben mir, der ist es nicht. Du bist gar nicht beschriftet? Nein, okay. Kein Stempel bekommen. ja, wann habe ich damit angefangen? Das lustigerweise ist, das erste Tattoo ist dem Kollegen hier links von mir gewidmet. Also Felix, also das erste hier in Felix. Ach da, okay. Und dann habe ich gesagt, das muss ich, weiß nicht, dass das nicht so alleine und auffällig ist, dann muss ich das ein bisschen schmücken noch. Kannst du das einmal kurz erklären? Das da unten ist deine Tochter dann wahrscheinlich, oder? Das ist mein Sohn, sehr gut erkannt. Entschuldigung. Ja. Hallo. Entschuldige. Kein Problem. Ich erkläre das kurz. Also mein Sohn. Ja. Das ist das nicht rosa, aber es tut mir leid. Oder, das ist meine Tochter. Das ist die Oma. Mit rosa Sonnenbrille. Fantastisch. Die Oma mit rosa Sonnenbrille, genau. Du hast jetzt drei Kinder, ne? Ja. Hast du noch Fehlt Platz? Noch eins. Der ist erst 12 Wochen. Ich hatte noch keine Zeit. Okay. Was bedeutet dir Familie? Alles. Weil es dann egal ist, ob du 5-0 gewonnen hast oder 5-0 verloren hast? Klar, total. Alles andere ist egal, weil, wie gesagt, wenn ich nach Hause komme und denen ist es wurscht, also meine Kinder mögen mich trotzdem, egal wie das Spiel ausgegangen ist, Gott sei Dank, meine Frau auch. Und nein, es ist so, sie geben mir einfach ein Gefühl und ich glaube, dass es auch eines der Geheimnisse meines Erfolgs ist. Das glaube ich auch. Dass Fußball eben nicht so wichtig ist, wie er manchmal angesehen wird. Das heißt nicht, dass ich weniger motiviert bin, weniger arbeite, sondern dass ich mit einer gewissen Leichtigkeit hinfahre und sage, ich fahre so oder so wieder zurück nach Hause und alles ist gut. Und ich glaube, das gibt mir eine Kraft, eine Ruhe, die ich für mein Spiel brauche, die mich dann auch noch stärker macht. Du hast deine Frau, und ihr habt euch sehr jung kennengelernt, verliebt, ne? Ja. Das ist deine Jugendliebe. Ja, 2008 haben wir uns kennengelernt. Da warst du noch Jugend, mit 2008, ja, da war ich schon Senior. Ja, ich war 18, war gerade so zu den Profis bei Bayern gekommen und habe dann Urlaub gemacht in Fuerteventura. Unter anderem auch wieder mit meinem Bruder, meinen beiden Cousins. Und sie war dort Kinderanimateurin und dann habe ich sie mitgenommen. Da sehen wir, sehr gut, einfach direkt einkassiert. Und sie ist geblieben bis heute. War ja auch nicht schlecht für sie. Und was bedeutet sie dir? Also wie wichtig ist deine Frau für dich? Ja, sie ist der Grundstein für alles. Also mit ihr hat es angefangen, sich bei mir, also die Prioritäten haben sich angefangen zu verschieben, weil das, was wir vorhin von der Kindheit, von der Jugend gesagt haben, dass Fußball alles unterordnen, immer die Eins war, plötzlich war da eine Person täglich an meiner Seite, die wichtiger ist als Fußball und die es bis heute ist. Wir haben uns, gut auf gut Deutsch gesagt, vermehrt. Ja. Das macht, das weiß nicht, man wächst zusammen. Wir haben mittlerweile 7 oder 8 Umzüge zusammen erlebt. Wir haben 3 Kinder bekommen und jeder, der weiß, was Veränderungen örtlich, was auch Veränderungen Kinder betrifft, weiß, dass man auch manchmal durch Zeiten geht, die nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sind, wo das viel Stress da ist nebenher. Nicht nebenher, ich muss vor allem auch sehr viel Fußball spielen und im Idealfall bei meinem Verein auch noch gut. Ausgeruht und, sein. Und sie ist aber da, die mich einfach in allem unterstützt und immer hinter mir ist, mir viele Sachen abnimmt, dass ich auch fit bin dann für meinen Beruf. Und also eins ist klar, ohne sie gibt mich in der Form nicht und definitiv auch kein Kinofilm. Weil dann wäre ich zu uninteressant gewesen. Nein. Ein Kinofilm ist egal, aber schauen wir mal ganz kurz rein, Toni, in diese Situation. Hören Sie mal selber, wie Sie das sieht, das Leben mit dir und euer Leben. Willst du? Wir leben seit 4 Jahren hier in Madrid. Ich war nicht einmal in der Stadt. Wir sind nicht so die Stadtgänger. Ja, wir leben wie so ein altes Ehepaar zu Hause. Es ist klar, am Anfang war das noch machbar, sage ich mal, mit Toni irgendwo hinzugehen. Seit 2014, seit der WM, ist das in meinen Augen fast unmöglich. Oh.
Allerdings sind wir wirklich auch als Menschen so, dass wir gar nicht unbedingt raus wollen. Wir lieben es einfach, zu Hause zu sein. Wir lieben es, in der Nähe von den Kindern zu sein, auch wenn die abends schlafen, aber trotzdem da zu sein. Also diese Reisen, dieses Wegsein, diesen Druck, der von außen gemacht wird. Ich weiß, dass mir eigentlich nichts passieren kann, weil eben, wenn ich nach Hause komme, ist meine Familie da. Ob ich 5-0 gewonnen habe oder 5-0 verloren habe, das ist denen völlig egal. Da kommt dann der Ehemann, der Papa nach Hause und das ist weg, dieses verlorene Spiel. Dieses ist aber auch bei einem Gewonnenen so. Das hält mich so am Laufen. Das ist der Grund meiner Leistung, neben der sportlichen Qualität natürlich. Das berührt einen, ne? Das ist, man liebt die so, ne? Ja. Und das zum Beispiel, also das Foto ist halt wirklich speziell. Also ich hatte das Glück, schon ein paar Sachen zu gewinnen, aber es war das erste Mal, dass ich damals hatten wir nur die zwei Kids und dass alle dabei waren, auch beim Finale, alle im Stadion waren. Alle dann irgendwie, dass man diesen Moment genießen konnte zusammen, diesen großen Erfolg, wo eben genau die drei einen riesen Anteil haben. Auch wenn viele das vielleicht nicht wissen oder natürlich nicht erkennen, aber was hinter einem steckt, ist so wichtig für die eigene Leistung. Und da bin ich natürlich sehr dankbar. Erlebst du das auch so, dass Kinder eigentlich, wenn du was vorhin beschrieben, dass du eigentlich den Abschied nach Bayern, dass du das einigermaßen gut verkraftet hast, weil du ein bisschen cooler bist da an dem Punkt. Aber Kinder öffnen so eine Schleuse in einem, ne? Plötzlich heult man deutlich öfter und so. Ja, das stimmt. Nicht nur bei den Geburten, sondern auch dann später. Also, ständig, ja. Ja, es ist bei... Ja, mir geht's so. Ständig, Kinder nicht öffnen nicht so Schleusen. Aber, natürlich, ich weiß, was du meinst, ja. Weil du hast irgendwie da jemanden, wo du verantwortlich für bist, ja. Was der... für ein Leben einsteckt, was der für ein Mensch wird. Das genau. Ist eine riesen Verantwortung. Und für mich früher, es hat mich auch echt immer gekränkt, sage ich mal, lange wegzugehen im Fußball und mich von meiner Frau zu verabschieden. Das ist auch heute noch so. Aber den Kindern Tschüss zu sagen und wir gehen jetzt in ein paar Tagen auch wieder mit Real drei Wochen fast weg, USA, Kanada. Und ich muss ehrlich sagen, mir geht es heute schon schlecht. Weil ich weiß, wie sehr ich sie vermissen werde, weil ich jetzt schon die Reaktion weiß, wenn ich mich von meinem Sohn verabschiede, der es natürlich am besten versteht, weil er der Älteste ist. Da kriege ich jetzt schon im negativen Aspekt Gänsehaut, weil das tut mir natürlich weh. Über Bayern müssen wir kurz sprechen, Toni. Und würde zuerst gerne Felix fragen, dieses Kapitel Bayern zusammenfassend, wie würdest du das beschreiben? Ja, prägend. Weil das die Anfangszeit seiner Profikarriere war, wo er auch gegen Widerstände ankämpfen musste, wo es auch negative Erlebnisse gab und was, glaube ich, extrem wichtig war, weil es geht nicht alles immer nur bergauf. Bis zu dem Zeitpunkt ging alles bergauf in der Jugend, alles gewonnen, immer der Beste gewesen. Und dann gab es auch mal Zeitpunkte, wo er dann nicht gespielt hat und nicht so diese Wertschätzung bekommen hat. Und gerade da in der Phase, glaube ich, hat er am meisten gelernt. Und wenn man da dann sich durchsetzt und da rauskommt, das hat, glaube ich, ihn jetzt dann auch dahin gebracht, wo er jetzt ist. Und deswegen war das, glaube ich, schon eine sehr prägende Zeit für ihn und unglaublich wichtig. Mhm. Du hast mal gesagt, Toni, auch wenn es da schlecht lief für mich, wenig Spieleinsätze gehabt und so weiter, aber ich wusste trotzdem immer, ich kann das. Und ich bin viel besser, als ihr denkt. Also dieses Selbstbewusstsein hattest du immer. Woher kommt das? Diese Stärke, diese mentale Kraft? Ich habe es einfach gefühlt und gemerkt, dass ich irgendwie gut bin, dass ich was Besonderes hatte, dass ich in der Zeit, wo ich weniger oder kaum gespielt habe, vielleicht waren auch meine Ansprüche zu der Zeit zu hoch, weil ich war erst 18, war bei Bayern und da sagt man nicht einfach mal so, komm hier die 30-Jährigen, ich bin jetzt da, ihr könnt dann verschwinden, sage ich mal. Das ist nicht so, aber ich war halt der Meinung, dass ich unabhängig vom Alter schon verdient hätte zu spielen, weil ich damals schon ganz gute Leistung gebracht hatte. Das wurde halt damals dann nicht von allen so gesehen und das ist auch okay. Also ich meine, Fußball hat immer verschiedene Meinungen, aber ich habe so gesehen. Und für mich, mir das auch selbst zu sagen, war extrem wichtig für mich, um weiter eben dran zu glauben und zu sagen, okay, wenn ich die Chance bekomme, dann zeige ich es auch. Ich glaube ja, dass das deine wahre Stärke ist. Ich habe irgendwo in einem Porträt über dich gelesen, das ist ein Trainer von dir, der sagt, der Toni hat als einziger oder als einer von wenigen begriffen, dass es beim Fußball nicht um die Beine und nicht um Muskulatur geht, sondern um den Kopf.
Damit spielt man Fußball und damit gewinnt man Fußball. Und es gibt, weil du gerade sagst, nicht alle haben das so gesehen. Wir haben was gefunden, von dem ich nicht weiß, ob du es kennst. Der sehr früh erkannt hat, welches Potenzial du hast. Ich sag dir noch nicht, wer es war. Schau mal. Dann war Bayern mal wieder unterwegs auf Reisen und da habe ich bei der A-Jugend mittrainiert und habe ich gesagt, okay, für mich kein Problem, ich trainiere bei der A-Jugend mit. Und da war ein Mann, bei der A-Jugend, der war unglaublich. Also der hat Pässe gehabt, der konnte schießen, der hat sich gewehrt, der wusste alles. So, habe ich gefragt, wie der heißt, Toni Kroos. Habe ich Uli Hoeneß angerufen, habe gesagt, wir haben da einen, der ist 17 Jahre, 16 Jahre, der muss zu den Profis. Da sagt Uli Hoeneß, kümmer dich um deinen Scheiß. Was hast du damit zu tun? Und dann habe ich gesagt, ich habe da jemanden gesehen, der hat das Zeug für mehr. Ja, den kenne ich schon, der soll bei den Amateuren spielen. Sage ich, nein, der ist 16, 17, der muss zu den Profis. Nein, du kümmerst dich um deinen Scheiß, du hast damit nichts zu tun. Eine Woche später hat er mittrainiert bei den Profis. Super. Verspürst du da Genugtuung, wenn du heute auf deine Karriere schaust gegenüber den Bayern? Nein, gar nicht. Also ich muss sagen, dass da auch, weil ja oft im Nachhinein irgendwie eher das, finde ich, einen negativen Touch hat, das gar nicht der Fall ist. Also ich finde, also ich habe auch in München schon eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Champions League gewonnen, dreimal Meister, dreimal Pokalsieger und das auch das damals mit 18, die es nicht spielen, das gehört, wie gesagt, auch zu einer Entwicklung, dass man ein Trainer da ist, der einen nicht so extrem gut findet, wie man sich selbst vielleicht oder wie andere. Jürgen Klinsmann dann, war das, ne? Genau. Aber ich sehe auch bei allem irgendwie was Positives. So, dadurch, dass er mich nicht so gut fand, konnte ich mich ausleihen lassen. Jupp Heynckes war dort Trainer. So, in Leverkusen, ne? Den habe ich dann ja quasi mitgenommen nach München wieder zurück. Ja. Und hatte auch dort eine gute Zeit. Ich hatte ein sehr gutes Jahr unter Pep Guardiola. Und dann sind wir uns halt nicht einig geworden über einen neuen Vertrag. Aber trotzdem, du an einer Stelle irgendwo sagst du, ich habe dann den neuen Vertrag unterschrieben. Und 10 Minuten danach habe ich schon bereut. Ja, das war so. Das war damals so ein Dreivierteljahr nach Beginn meiner zweiten Zeit in München. Und es war einfach so, dass Bayern mich ja haben wollte und ich auch das Gefühl hatte, okay, wenn, dann ist es irgendwie auch Zeit für einen neuen Vertrag, weil ich jetzt besser bin, als ich damals noch gegangen bin. Mhm. Und dann haben wir uns auch darauf geeinigt, haben den unterschrieben und es ist ja auch ein Gefühl manchmal, ne? Welches Gefühl? Und mein Gefühl war eben damals, dass das irgendwie der logische Schritt war, aber dass beide Seiten nicht wirklich mit der letzten Überzeugung, mit Herz gemacht haben. Und dann war auch diese Verlängerung relativ kühl. Ich habe jetzt mittlerweile die Möglichkeit, das zu vergleichen, da ich zweimal bei Real verlängert habe, wo sich nach Verlängerung mit den Bossen in den Armen gelegen wird, weil beide Seiten extrem glücklich sind, dass es geklappt hat. Und das war halt nicht so. Das ist ja, hat ja auch gar nichts mit Kritik zu tun. Das ist einfach ein Gefühl, was ich wiedergebe, das ich damals hatte. Und klar, im Nachhinein hätte ich jetzt einmal gesagt, vielleicht wäre es besser gewesen, es nicht zu machen, es erstmal laufen zu lassen, das zu beobachten. Aber das sind ja alles irgendwie nur Rückblicke und Gefühle, die ich da rausgebe, wie ich es damals eben, wo ich jünger war, der sich ja auch nicht alles richtig gemacht hat, gefühlt habe. Mhm. Ein Spiel haben wir noch, Schweden. Schauen wir uns mal kurz an. Pass jetzt gerade von Toni Kroos, das sieht man bei Real Madrid eigentlich nicht. Bringen die Schweden zurück ins Geschäft mit Toivonen. Toivonen ist drinnen, Schuss und Tor! Für die Schweden! Was bummelt ihr da hinten dann rum? Toni Kroos verliert den Ball und dann geht's mit einem Pass an Toivonen vorbei an der Innenverteidigung. Neuer kommt raus, Toivonen lupft und dann ist der Ball drinnen. Was für ein Sensationstor.
Das Schöne ist, wie Felix darauf reagiert hat. Du hast damals getwittert, ne? Guck mal, stark, ein Tor gemacht, eins vorbereitet. Gut, kann man machen. Hast du das mitgekriegt, dass er das damals geschrieben hat? Ja, das war schwer nicht mitzubekommen. Ja, das ist richtig. Findet man aber okay, ne? Ist ein Riesenjoke, kann man machen. Ja, der hätte auch den gleichen gemacht, wenn das Tor am Ende nicht gefallen wäre. Ja, ja. So gut kann ich einschätzen. Ja, okay. Felix, aus deiner Sicht, ich frage mich immer, wie hält man diesen Druckstand? Also, wie würdest du das beschreiben, was dein Bruder da kann? Wenn man da hingeht und weiß, das Ding in dem Spiel, wenn der jetzt nicht drin ist, sind wir raus. Hat dann später trotzdem nichts genützt, aber egal. Da hat es erstmal funktioniert. Diese Nervenstärke, woher kommt die? Ja, in dem Fall geht es ja auch nicht mehr ums Können. Ich glaube, es sieht zwar jetzt auch schön aus und vielleicht auch schwer, aber so ein Tor können viele Fußballer schießen. Nur das in diesem Moment zu genau. tun, das können die wenigsten. Und das zeichnet halt auch dann diese Weltklasse aus, wovon man dann spricht. Und wie man das macht, keine Ahnung. Ich war noch nicht in der Situation. Bei der WM. Es wird auch schwer, dass das so bald kommt irgendwann. Aber warte ab, Champions League demnächst. Ja, so jung bin ich ja leider auch nicht mehr. Aber im Endeffekt, in so einem Moment das dann zu machen, ist außergewöhnlich. Mhm. Toni, zum Schluss gefragt an dich, was denkst du dann in so einem Moment? Weißt du das noch? Ja, natürlich. Also ich wusste, dass es relativ spät im Spiel ist mittlerweile. mir war natürlich auch klar, dass ich meine, mir war es immer noch lieber, ich bin dann der Sündenbock von allem, was natürlich ja gekommen wäre. Ich meine, dazu war es einfach natürlich auch mein Fehler vom 0-1. Bin ich auch der Erste, der sagt, dass es okay für mich ist, wenn das so gesehen wird. Ja, mir war klar, dass es quasi die letzte Möglichkeit ist, uns irgendwie im Turnier noch zu halten, zumindest für ein paar Tage. Und hast du da Techniken, um mich ruhig zu machen? Oder? Nee, gar nicht. Es ist ein bisschen das, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Wenn ich ihn jetzt nicht reinschieße, dann ist es unglaublich ärgerlich, auch für mich. Selbst dann würde mich aber mein Sohn noch mögen. So sieht's aus. Schönes Schlusswort. Danke euch beiden sehr herzlich. Große Freude. Wirklich ganz tolle Dokumentation. War eine gute Entscheidung, das zu machen, finde ich. Und man konnte es nur so machen. Wirklich ganz, ganz ehrlich und ganz frank und frei. Und in dem Ton, so wie wir das heute.